Wie viele von Jugendlichen hier haben in der Moschee Arabischunterricht mitgemacht? Komm, zeig mal auf. Wie viele nicht? Okay. Auf jeden Fall, damals war es so gewesen, sie haben fast alle Arabischunterricht gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, ich sage euch jetzt einen einfachen Satz. Ja? Einen ganz einfachen Satz, den müsst ihr übersetzen. Uridu an usafira ila beladi likay azura zawjati. Ganz einfacher Satz. Da waren riesen Moscheen in Düsseldorf. Da waren bestimmt 300 Jugendliche, die mehrere Jahre Arabisch in der Moschee hatten. Kein einziger konnte diesen Satz übersetzen. Warum? Ich sag dir warum. Weil, um die arabische Sprache zu lernen, musst du erst mal Motivation haben, die arabische Sprache zu lernen. Und die kriegst du nur, wenn du weißt, was der Islam ist. Denn dann möchtest du dich in dem islamischen Wissen vertiefen, lernst die arabische Sprache. So. Hier. Bruder, hättest du den Satz übersetzen können? Nicht ganz. Aber Alhamdulillah. Aus Afghanistan, er hat angefangen, Arabisch zu lernen. Aber warum hat er angefangen? Weil er davor vom Islam gehört hat. Deswegen ist es ganz wichtig. Und ich sage nicht, man soll kein Arabisch beibringen. Ja, wir haben selber Arabisch gelernt und sind selber noch am Lernen, weil Arabisch ist eine breite Sprache. Aber noch wichtiger ist es, deutschsprachigen Unterricht beizubringen. Jetzt, wenn man anzubieten, jetzt, wenn man den anbietet, wenn man den deutschsprachigen Unterricht anbietet, was macht man? Ja, ich kenne das, Wallahi, Brüder, ich sehe, bin in einer Moschee, ja, und ich denke, Mensch, warum denken die Brüder nicht nach? Die wollen was Gutes. Die machen freitags in der Salatul Jum'ah, sagen die, dass samstags ein Treffen stattfindet für Jugendliche. Weißt du, wer das sagt? Ja, Irkhotul Kiram, Radan inshaAllah ta'ala, Fisa Sarisabanisf, Enana Likaun, Lishabab, Enana Muhadrat, auf Arabisch erzählt er das. Keiner, der da ist, hat verstanden, was der da vorne erzählt. Nach dem Salatul Jum'ah. Und das einen Tag vor dem Treffen, achi, sowas muss man 4 Wochen vorher sagen, weil ihr habt gerade gesehen, die meisten haben es mit Mundpropaganda mitbekommen. Aber umso länger die Mundpropaganda wirkt, Zeit hat zu laufen, umso mehr Leute wissen Bescheid. Deswegen ist euch schon was aufgefallen, jetzt gehen wir wieder zur Jahiliya-Zeit zurück. Wenn irgendwo so eine Party stattfindet, Private Party, AMB Party, ist immer 4 Wochen vorher, sind die Schilder ausgehangen. Wisst ihr warum? Weil 4 Wochen die Mundpropaganda braucht, um richtig verbreitet zu sein. Ist so. Deswegen, wenn irgendwo ein Treffen ist, ja, dann muss man die Werbung lange Zeit vorher machen. Und dann wieder machen und dann wieder erinnern. 4 Wochen vorher bei Jumu'ah sein, dann erzählt der eine, erzählt es ihm, der andere ihm. Und dann wundern die sich, wenn am nächsten Tag keiner kommt. Ich bin dann nach vorne und habe gesagt, ja, ich wollte das mal übersetzen für die Jugendlichen. Und dann kamen wie viele zu mir, ja, ich wusste gar nicht, was er erzählt hat. Ja? Das heißt, man muss Werbung machen. Werbung ist das A und O. Sonst kommt keiner, sonst kannst du darauf warten, dass sich jemand verläuft. Wenn heute keine Werbung gemacht worden wäre, und ich wäre einfach gekommen, gestern wäre es im Jumu'ah gesagt worden, dann wäre vielleicht heute keiner hier. Aber hier sehen wir heute Leute, wer kommt nicht aus Freiburg? Guck mal, die Hälfte der Leute kommt nicht aus Freiburg fast. Oder vielleicht fast die Hälfte. Alhamdulillah. Das ist der Punkt. Das dazu. Deswegen, man muss das anbieten und dann Werbung machen. Wirklich. Wisst ihr, was ihr machen könnt? Ihr könnt Flyer machen. Geht in ein bestimmtes Stadtgebiet rein. Ihr wisst, wo die meisten Muslime wohnen. Dann geht ihr von Tür zu Tür und werft in die Briefkasten, wo Muslime wohnen, werft ihr einen Flyer rein. Wir bieten unserer Moschee Unterricht an zu dem und dem Zeitpunkt. Dies und das. Da ist vielleicht irgendwo jemand dabei, der weit entfernt ist vom Islam. Aber ich wollte euch noch eine Sache sagen. Wenn ihr das machen solltet, dann müsst ihr wissen, dass die anderen Muslime vor euch warnen werden. Das ist immer so. Ja, weil du bist eine andere Gruppe oder so, dann werden die kommen, werden sagen, nein, geht da nicht hin. So viel Krankheit haben wir heutzutage hier. Es ist echt manchmal, denke ich, ich möchte innerlich explodieren. Glaub es mir. Die beten nicht, die fassen nicht, die gehen nicht dahin. Und sagst du nachher, betest du irgendwie anders als dein Opa. Glaub es mir. Ist unglaublich. Versucht es mal. Wenn es nicht so ist, wie ich gerade gesagt habe, dann ruft mich an, damit ich eine Freude habe. Damit ich mich freuen kann. So, das dazu.